Gerade im Bereich des Rückens hat man manchmal Hautunreinheiten. Und das, was man hier sieht, ist sehr klassisch. Es muss nicht immer ein klassischer Pickel sein, sondern auch eine sogenannte Epidermalzyste. Das bedeutet, eine Zyste ist ein Hohlraum. Wenn man das ausdrückt und die Zellen von diesem Hohlraum bleiben noch vorhanden, dann bildet sich immer wieder was nach. Deswegen macht man das operativ beim Dermatologen.